Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Daily Challenge und wie ihr seht, 1500 Meter. Wo ich das gesehen habe, habe ich mir echt schon gedacht, oh mein Gott, das wird heute ein langes Unterfangen und gerade Murphys Katakomben ist natürlich eins, wo extrem lang geht. Trotzdem ist es heute eigentlich recht einfach zum Schaffen, wenn man sich natürlich auch ein bisschen anstrengt und nicht gleich so losspielt wie halt eben ich und dass man halt eben alles so komplett irgendwie auf Pipi-Kaka macht. Ja, es ist, am Anfang habe ich mir echt so einige Schnitzer hier noch erlaubt, weil ich dachte, ja gut, das wird eh eine lange Runde gehen und so die erste Runde oder der erste Versuch ist natürlich dann auch immer so ein bisschen recht, eintönig. Von Schwierigkeitsgrad her gibt es eigentlich bis zur Goldgrenze keine großartigen Probleme, das heißt, ihr seht ja schon, wir haben alles Elemente, die sehr, sehr einfach zu bewältigen sind. Keine großartigen Herausforderungen. Hier vielleicht zum einen natürlich springen und direkt gleich aktivieren. Hier können wir komplett das ohne aktivieren machen. Hier immer mal wieder zwischendurch ein bisschen Augen klatschen. Aber dann ist das alles gar kein Problem. Hier aktivieren wir den Seilschneider direkt, wenn wir an der ersten Spitze vorbeigegangen sind. Hier natürlich auch wieder Kugel abschneiden, drüber springen, auch wieder runtersetzen. Das sind eigentlich normalerweise alles Anfangteile, die wir am Anfang von Murphys Katakomben haben. Aber wir sind jetzt schon 700 Meter und trotzdem kommen so einfache Elemente, was mich dann schon ein bisschen enttäuscht hat. Auch dieses hier, das erlebt man normalerweise echt nur ganz am Anfang. Bei dem ist es natürlich was anderes. Hier auch wieder springen, Augen klatschen, immer im Wechsel. Alles gar kein Ding, alles gar kein Problem. Hier kommen wir auch locker hoch. Hier wird es jetzt langsam ein bisschen schwieriger, aber was das sollte auch wirklich sein nach 900 Metern. Aber ja, hier so viel klatschen, wie es irgendwie geht. Wenn wir da natürlich zu lang das Ganze machen, nehmen wir uns das Trittbrett weg. Hier ein bisschen Pause, vorsichtig drüber springen. Auch wieder weiter. Das ist das gleiche Element wie vorher, nur halt eben, dass an der Seite Zacken sind. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kennen wir von gerade eben. Hier runterschieben. Und das Ganze rüber, dafür bekommen wir hier die 1200 Meter Pause. Die nehmen wir auch noch mit. Also ihr seht, jetzt spiele ich auch ein bisschen konzentrierter. Wenn man dann am Anfang so ein bisschen Blödsinn macht, dann konzentriert man sich gegen später, wenn man sagt, hey, jetzt nimm dich mal hier zusammen. Abschneiden, wenn er bounced, kommen wir da drüben sogar ganz leicht hoch. Hier auch wieder weiterziehen. Gleich auch nochmal viel Augen klatschen. Rüber, hier lassen wir ich mir extra Pause, ziehe das Ganze vorsichtig rüber, klatsche mir das eine noch weg und damit haben wir auch schon die Goldgrenze geschafft. Geh hier rüber, lass abstürzen, geh hoch, ganz wichtig rübersetzen. Wenn euch das gerade ein bisschen zu schwierig war, dann schaut euch das Ganze nochmal in Slow Motion an und wir haben 1609 Meter. Geht sicherlich noch besser, aber ich wollte euch einfach mal nur kurz zeigen, wie das Ganze schön geht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zur nächsten Runde. Bis dann!